Hallo und willkommen zurück bei Risen 3, wieder bei uns hier am Hafen. Oder was auch immer das halt darstellen soll. Wir sollen noch jemanden finden. Ah, der ist auch neu. Den habe ich zumindest vorher nicht gesehen. Hätte er ihn ja eigentlich schon direkt hier so runterrufen sollen. Wir sollen ja jetzt hier noch jemanden finden, der dem einen da beim Schattenfleisch hilft. Jake, mit Jake können wir auch mit Jake reden. Sieht echt schlimm aus hier. Ich hätte mich für diese Kacke nie melden sollen. Wovon redest du? Wovon ich rede? Schau dich doch mal um. Hier kann man sich vor lauter Schattenviechern ja kaum aus dem Lager trauen. Als gefragt wurde, wer sich um die Ausrüstung kümmern soll, hätte ich wirklich meine Hand unten lassen sollen. Jetzt sitze ich hier fest in dem Mist. Was? Ausrüstung soll das so eine gute Position? Kennst du mich mit totem Fleisch aus? Nee, sehr wahrscheinlich nicht. Ausrüstungsleiter ist doch ein guter Posten. Hast du es denn nicht mitgekriegt? Was denn? Wir haben uns völlig verrechnet. Die Dämonenjäger waren dafür zuständig, auszurechnen, wie viel Nahrung und Waffen wir brauchen. Wir haben viel zu wenig von beidem. Jetzt bin ich der Arsch, der entscheiden muss, wer eine neue Waffe bekommen darf und wer nicht. Dann nehmen wir die Waffen unserer Feinde. Den Gedanken hatte ich auch schon. Nicht weit von hier steht ein Waffenlager dieser dunklen Brut. Wenn wir das einnehmen könnten und den Weg dorthin gesichert hätten. Tja, aber das ist nicht ganz einfach und momentan kann ich hier niemanden entbehren. Ja, das machen wir ja schon dann. Das ist ja... Kane hat mich geschickt, um zu helfen. Wo befindet sich das Waffenlager? Wo befindet sich das Waffenlager? Lauf von hier aus einfach geradeaus nach Osten. Dann wirst du es schon irgendwann sehen. Okay. Kane hat mich geschickt, um zu helfen. Machen wir das auch noch? Das ist sehr gut. Ich könnte hier wirklich Hilfe gebrauchen. Ja, ja. Alleine kriege ich das nicht hin. Bin schließlich kein Krieger. Ich werde die Schatten im Waffenlager für dich töten. Damit würdest du uns allen einen riesen Gefallen tun. Wenn wir ausreichend Waffen haben, werde ich dir auch eine geben. Dann brauche ich ja nicht mehr knauserig sein. Ja, ja, ich habe schon eine, also... ja. Er kennt sich sehr wahrscheinlich nicht mit totem Fleisch aus, aber wir fragen trotzdem. Kennst du dich mit totem Fleisch aus? Was? Ist das nicht Sache dieser Voodoo-Typen? Nee, du, lass mal. Von sowas lasse ich lieber die Finger. Ja, okay. Wir können natürlich alles andere noch fragen, aber irgendwie finde ich das ein bisschen blöd. Jetzt scheint mir hier die Sonne voll auf den Monitor. Ich sehe gar nichts mehr, verdammt. Außer, dass ich eventuell meinen Monitor mal sauber machen sollte. Okay. Hüpf, hüpf. Wo war der Knilch da? Ein ungewöhnliches Gefühl für Kidlat, mit Guchos zusammenzuarbeiten. Wieso? Guchos waren lange Zeit nur Objekte für Kidlat. Ah ja. Wie meinst du das? Nicht böse nehmen, Gucho. Kidlat hat sich geändert. Viele Guchos mussten sterben für Wissensdurst dieses Chakas. Ich habe Guchos benutzt, um mein Voodoo zu testen. Viele Guchos mussten sterben wegen meinem Unwissen. Ah, ja. Das erzählst du mir jetzt. Die Schlacht bringt mich auf Gedanken. Aha. Bring mir mal dein Wissen bei. Bring mir dein Wissen bei. Lass sehen, was Kidlat dich lehren kann, Gucho. Es gibt allerdings Dinge, die Kidlat dich nicht lehren wird. Ja. Es gibt Bereiche, von denen sollte niemand etwas wissen. Schade. Dieses Wissen wird Kidlat mit in sein Grab nehmen. Aha, aha, Mut antrinken, Trinker lernen, super. Du hast Menschenversuche durchgeführt? Chi, so nennen es die Guchos. Kidlat nicht stolz auf seine Geschichte, aber Vergangenes ist vergangen. Heute ist Kidlat hier und versucht, seine Sünden wieder gut zu machen. Genau. Kidlat will tun, was er kann, um Guchos in diesem Kampf zu helfen. Wollen wir nachfragen? Ich weiß es nicht. Wir lassen es darauf beruhen. Oh, komm, interessieren wird es mich ja schon. Was genau hast du den Guchos angetan? Keine schöne Geschichte. Will Gucho das wirklich hören? Kidlat spricht nicht gerne über seine Vergangenheit. Ja, ich weiß.
Erzähl's mir. Kidlat hat mit der Kraft der Übernahme Guchos unter seinen Willen gebracht. Er hat ihnen die Schädel entfernt, ohne dass sie dabei gestorben sind. Was? Dann hat er sie einfach liegen lassen. Okay. Was hast du mit den Schädeln gemacht? Die Schädel hat Kidlat benutzt, um Voodoo zu wirken. Mächtiges Voodoo. Kidlat hat sich in Sphären versetzt, von denen ein Gucho nur träumen kann. Cool. Er hat das tote Fleisch der Guchos verwendet, um seine Kraft zu steigern. Sogar unter uns Kila ist dies seine verbotene Praxis. Aber mein Durst nach Wissen und Macht konnte dadurch nicht gestillt werden. Mhm. Was hast du dann gemacht? Kidlat hatte vor, sich ein eigenes Gefolge toter Untergebener heranzuzüchten. Er nahm die Gedanken der Guchos, um seine Macht zu vergrößern. Und er nahm das tote Fleisch der Guchos, um sich Untergebene zu schaffen. Dies sind Dinge, die niemand tun sollte. Es hat meinen Geist vergiftet, aber genug davon. Ich möchte diese Tage vergessen. Hier, nimm das. Es erinnert mich an Taten, die ich nicht mehr wissen möchte. Verkaufe es, wenn du möchtest. Ah ja, polierter Schädel. Kennst du dich mit totem Fleisch aus? Sehr wahrscheinlich ja. Kidlat kennt sich sehr gut mit totem Fleisch aus. Was möchte dieser Gucho wissen? Ja, dieser hier nicht. Ich will nichts wissen, aber Rodas könnte deine Hilfe gebrauchen. Rodas? Er sieht mich an, als wäre ich ein Sklave. Aber gut, Kidlat muss seine Seele reinigen. Ich werde diesem Gucho helfen. Ja, ja, wenn es halt nicht funktioniert, du weißt ja, wie das mit dem Schädel abtrennen und so funktioniert. Da habe ich so absolut kein Problem mit. So. Können wir jetzt hier... Wo ist er denn? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Jetzt ist er weg. Verdammt, können die nicht einfach da bleiben, wo sie immer stehen? Steht er hier? Kidlat wird dir bei deinen Forschungen helfen. Sehr gut. Ich glaube nicht, dass wir besonders lange brauchen werden. Ich hoffe, innerhalb des nächsten Tages zu einem Ergebnis kommen zu können. Ich werde mich zusammen mit Kidlat darum kümmern. Komm an einem anderen Tag nochmal zu mir, dann haben wir vielleicht schon eine Lösung. Mhm. So, dann könnt ihr ja da basteln. Soldat... Da ich jetzt die ganze Zeit mit denen hier gequasselt habe, aber mit denen kann ich ja nicht. Von den Türmen droht keine Gefahr mehr. Gut so. Jeder eroberte Meter dient unserer Sache. Ja. Hätte ich nicht besser sagen können. Ja. Genau. Diese. Naja, nix. Nix da. Das ist auch nur ein Soldat. Ich weiß nicht, wo Zacharias abgeblieben ist. Etwas Feuer könnte das Problem lösen. Endlich kriegt meine Waffe. Das Vieh verbreitet keinen Schrecken mehr. Okay. Wir haben wieder. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Wieder irgendeine Quest aufgetan, die wir so noch nicht kennen. Ich stolper immer halt nur irgendwie über die, anstatt die irgendwo richtig zu finden. Aua! Mistviecher! Nein, du stehst falsch rum. Ja, Bones. Halte aus, ich komme! So, wir brauchen jetzt noch einen grausamen Wächter. So, zuerst... Schauen wir mal, was wir hier so noch looten können. Ach, da. Ja, die greifen auch mal hier paarweise an. Au, shit. Aua. Ich ein paar Schädel ein. Ah, ist. Ich habe gedacht, er würde Bones hauen. So, das war's.
Ist halt etwas blöd, wenn einen die Sonne hier blendet. Dann sieht man halt nicht, wo die Feinde hinhauen. Sonst hätten wir uns da auch noch irgendwie weggemacht. Ja, hat aber nicht allzu viel Schaden verursacht, das Kerlchen da. Ja. Noch einen grausamen Ghoul. Ja, Papageienflug, natürlich. Wenn man hier irgendwas findet, dann ist es Papageienflug. Oh. Haben wir hier oben noch was Schönes? Nee. Also können wir denn nicht hier den... Ja, der Kran, da hängt auch nichts dran. Was ist das? Da ist was drin. Da ist auch noch was. Wir speichern und... Ah, nein, zu weit! Aua! Das wär ein Trottel. Ja. Haben wir gut gemacht. Finde ich super. Was ist das? Deswegen haben wir ja abgespeichert. Können das Ganze nochmal machen. Er springt dann zu weit. Oh, 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 oh. Eine Büste. Ah, ja. Okay, das ist es nicht. Hier. Nee, dann halt nach vorne und dann nach hinten. Nee. Bis dahin. Ah. Ja, dann geht's eigentlich nur noch so. Ach, da ist das Bastardschwert. Das habe ich mir beim Schmied gekauft. So, wie kommen wir jetzt hier wieder zurück? Einfach so. Jetzt haben wir natürlich Bones nicht mehr dabei, den packen wir uns dann trotzdem nochmal ein. Ja. Hier haben wir jetzt aber keinen Teleporter, beziehungsweise ich habe noch keinen hier gesehen. Ach doch, hier ist einer. Da hätten wir den auch nutzen können. Doch. So. Wenn du wüsstest, wie oft mir ein Feuerball schon den Arsch gerettet. Ja, die fachsimpeln da ein bisschen Kane. Ich möchte Bericht erstatten. Dann schieß mal los. Die Schatten beim östlichen Lager machen keine Probleme mehr. Aha. Sehr gut gemacht. Männer wie dich können wir hier gut gebrauchen. Dann ist unser Waffennachschub schon mal gesichert. Können wir... Ist das das östliche Lager, was hier Jake gemeint hatte? Gehen wir bei ihm auch noch vorbei. Und dann interviewen wir mal Rodas. Das Waffenlager ist gesichert. Gute Arbeit. Dann kann ich dir jetzt noch ein paar Waffen verkaufen. Die erste ist umsonst. Was hättest du denn gerne? Gib mir das Fetteste, was das du da hast. Gib mir das Fetteste, das du hast. Oh, da bin ich etwas überfragt. Hm. Weißt du was? Such dir einfach was aus meinem Bestand aus.
Hier hast du etwas Kohle, damit du dir meine Waren auch leisten kannst. Ich kann dir jetzt auch ein paar Sachen verkaufen, wenn du willst. Du findest mich im gesicherten Waffenlager. Okay. Was kannst du mir verkaufen? Ich kann aber auch direkt hier nachfragen, ne? Hellenkamm. Ist Blitz. Ist halt leider eine Stichwaffe. 85, na. Schnabel, Schwert der Tiefe. 90, das bringt uns auch nicht so. Doppelarmbrust. Aha. Die wäre cool. 3600. Die dicke Olga. Schwerer Dolch. Rum können wir kaufen. Ich glaube, ich hätte gerne hier die Doppelarmbrust. Sind wir zwar pleite, aber... Verschießt zwei Bolzen. So, haben wir Bolzen? Bolzen, Bolzen? Nee. Okay. Handel akzeptieren. Ende. Dann schauen wir mal. Nein. Inventarausrüstung, linke Hand. Doppelarmbrust. So. Was kannst du mir verkaufen? Dann nehmen wir das schon mal und hauen hier das raus. Hier den Kram, der kann eigentlich so langsam weg. Der Kapitänshut kann weg. Der Kram kann weg. Das lassen wir noch alles irgendwie da. Okidoki. Achso, ich wollte mit dem Dings hier reden. Nee. Er hat immer noch nichts. Okay, dann müssen wir sehr wahrscheinlich irgendwie tatsächlich einen Tag warten. So wie er auch gesagt hat. Wo war das Wasserfass? Da oben. Totenkopfinsel? Waffenlager? Markieren und dann schauen wir mal. Ah ja, okay, das ist da, wo wir schon waren. Da müssen wir ja dann hier irgendwie rüber... Hier gibt's was. Da kommen wir wohl am ehesten hin. Und dann irgendwo da oben, wo wir noch gar nicht waren. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt hier großartig lohnt. Dahin irgendwie zu marschieren. Wir können es ja trotzdem mal versuchen, hier in dem Irrgarten uns zurechtzufinden. Vielleicht stolpern wir jetzt noch über den ein oder anderen Mob. Dann sehe ich gar nichts mehr. Ansonsten würde ich hier tatsächlich eher Schluss machen, weil ich sehe nämlich echt gar nichts mehr auf dem Monitor. Die Wintersonne scheint hier durch meine Terrassentür rein, genau auf dem Monitor. Das ist... Im Prinzip eine coole Sache, aber hier zum Spielen ist es scheiße. Weil so sehe ich nichts. Ja, okay, dann machen wir hier Schluss. Quest ist markiert. Ich weiß also, wie es beim nächsten Mal hier weitergeht. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann.